wir erinnern uns alle, dass wir letzte Woche, Mitte letzter Woche, ja ziemlich vorgeprescht sind als Stadt Bielefeld mit dem Verbot quasi aller Veranstaltungen. Damals waren wir wirklich Vorreiter. Wenige Tage später ist es ja überholt worden von vielen weiteren Maßnahmen, insbesondere den Kita- und Schulschließungen, die, das muss man wirklich sagen, übers Wochenende dann gut vorbereitet wurden, also aus Sicht der Institutionen und auch aus Sicht der Eltern, weil wir tatsächlich viel weniger Probleme hatten in der Umsetzung dieses ja für deutsche Verhältnisse spektakulären Beschlusses, als wir eigentlich befürchtet haben. Viele Eltern haben das offensichtlich irgendwie erstmal geregelt bekommen. Ich sage auch erstmal, weil ich könnte mir vorstellen, wenn wir das jetzt Monate durchhalten müssen, dass sich das nochmal ändert mit dieser Frage, wie leicht fällt es den Eltern. Das kann man sich ja auch alle, kann sich auch jeder vorstellen, dass es noch zu Schwierigkeiten führen kann. In dieser Woche ist es gut gelaufen und dafür, ich kann es immer wieder nur sagen, herzlichen Dank erstens an Schule und Kitas, die das alles möglich gemacht haben, aber wirklich auch herzlichen Dank an die Eltern, die unglaublich diszipliniert mit dieser Situation umgegangen sind. Wir haben die vielen Landeserlasse, die über die letzten Tage auf uns ja wirklich eingestürzt sind, umgesetzt in Allgemeinverfügungen, also ob das jetzt das Thema Veranstaltung war, ob das das Thema Einkaufsmöglichkeiten, sage ich mal, also wo kann ich noch einkaufen gehen, welche Freizeitaktivitäten kann ich noch ergreifen, das waren ja mehrere Allgemeinverfügungen, die wir dann auch für Bielefelder Verhältnisse auch anpassen mussten zum Teil. Und wir haben auch mit der Durchsetzung dieser Allgemeinverfügungen begonnen. Dazu wird insbesondere sicherlich Frau Krumpholz noch mal kurz berichten, wie wir gerade mit dem Thema Verhalten im öffentlichen Raum umgehen. Dazu wird dann gleich noch, wie gesagt, Frau Krumpholz fürs Ordnungsamt berichten. Auch da kann man sagen, wir stoßen auf viel Verständnis und Vernunft und auch, wie sagt man da, gesetzestreu, umsetzungstreu bei vielen. Also gerade bei, wie finde ich, also man, Sie haben noch das ein oder andere an Problemen gehabt bei Einkaufsläden oder auch Gaststätten, aber insgesamt hat das wirklich sehr, sehr gut funktioniert. Das muss man einfach sagen. Wir haben tatsächlich eher das Problem mit, sage ich auch so deutlich, mit unvernünftigen Bürgerinnen und Bürgern, die sich eben noch nicht so verhalten. Ob jetzt in den Supermärkten, dass sie sich dort unvernünftig verhalten. Ich meine da jetzt nicht nur das Horten, sondern auch wie man da miteinander umgeht, wie das mit der Distanz ist und so weiter und so fort, dass da offensichtlich der Kampf ums Mehl wichtiger ist als der Kampf um die eigene Gesundheit und der Schutz sozusagen, den man braucht. Also da gibt und auch es gibt auch noch ein paar Läden, auch Supermärkte, die vielleicht auch diese Kontrolle, diese Einlasskontrolle, dieses wie viele Menschen lässt man in den Laden auch noch nicht so ernst nehmen, was sicherlich für uns als Stadt und als Kontrollbehörde auch noch ein Thema wird. Und natürlich die unvernünftigen Jugendlichen, das ist ja auch vom Oberbürgermeister zu Recht sehr stark thematisiert worden. Heute war das Wetter schlechter, jetzt gehe ich mal davon aus, ich war heute nicht dort, dass das heute am Kesselbrink entspannter war, gehe ich mal davon aus, aber morgen soll es schon wieder besser werden. Dazu, wie wir damit umgehen, wird auch Frau Krumpholz berichten. Wir werden da schon sehr genau hingucken und erstmal noch immer mit freundlicher Ansprache das hinkriegen, aber auf Dauer werden wir im Zweifelsfalle ohne Druck nicht auskommen, solange wir nicht sowieso noch weitergehende Regelungen haben. Also das Thema Ausgangssperre Bayern hat es ja jetzt heute umgesetzt. Ich meine, wir wissen sowieso nicht, was da noch auf uns zukommt. Wir werden, was wir schon in dieser Woche zum Teil gelaufen ist, dass Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter aus der offenen Kinder- und Jugendarbeit sich ja auch ein bisschen im Sozialraum bewegt haben und versucht haben, auf die Jugendlichen einzuwirken. Wenn wir sozusagen mit der gleichen Rechtslage in der nächsten Woche weiterarbeiten, werden wir das mit den Trägern der offenen Kinder- und Jugendarbeit noch verstärken, also wirklich auch die Sozialarbeiter bitten, auf die Jugendlichen einzuwirken und bitte, bitte, bitte vernünftig zu sein.
Wir haben in dieser Woche die Teststellen, die zwei Teststellen eingerichtet, das wissen Sie. Wir haben um die 20 Leute im Gesundheitsamt, die den Menschen, die dann in Quarantäne gehen müssen oder eben auch getestet werden müssen, also die beraten, die dann sozusagen denen die Wege weisen. Da kann ich auch gleich mal die neuesten Zahlen sagen. Jetzt muss ich aber nochmal auf mein Handy gucken. Ich glaube, es waren jetzt heute 72. Es waren also jetzt mit Stand vor einer Stunde oder so ähnlich, ne? 72 positiv getestete Menschen. Ich glaube, gestern waren wir bei 59. Und 1128 Menschen in Quarantäne. Wir haben noch einige, aber gar nicht mehr so viele wie die letzten Tage, noch einige offenstehende Tests. Ja. Also da sind wir jetzt sozusagen relativ aktuell mit den 72 getesteten Fällen. Und wir sind halt gestartet am Montag mit 28 Fällen. Und da merkt man schon, also es ist eine Dynamik drin. Also diese Verdopplung alle 4 Tage haben wir sozusagen auch in Anführungszeichen gut hingekriegt. Also ohne Zynismus jetzt. Also wir sind da offensichtlich im Bundestrend. Und Sie können sich auch vielleicht, haben eine gewisse Vorstellung, was es bedeutet, fast 1200 Menschen in Quarantäne zu versetzen. Also was da auch in dieser Woche im Gesundheitsamt geleistet worden ist.